Die Datenwissenschaft explodiert, kriegt immer neue Möglichkeiten und ist aber sehr breit aufgesetzt, nämlich für ganz verschiedene Disziplinen. Und aus der Medizin, aus der Forschung und aus der Ethik, wie wir heute auch gesehen haben, und im Bereich der Ausbildung. Und deswegen war es mein Ziel, zusammen mit Professor Günther Schneider, hier einmal eine Bestandsaufnahme zu machen und zu sehen, in welchen Bereichen ist die Datenwissenschaft auf welchem Stand. Und somit haben wir heute einen tollen Überblick bekommen und gestern, wo wir stehen. Wir haben heute gesehen, dass die Datenwissenschaftler voranschreiten. Auf der anderen Seite haben wir die Mediziner gesehen und es ist immer noch ein großer Gap zwischen diesen Disziplinen. Wir haben viele Self-Made-Leute quasi aktuell. Und wenn wir das aber systematisch ausbilden und unsere neue Generation ein Verständnis mitgeben, einmal den Datenwissenschaften von der Medizin, aber auch den Medizinern von der Datenwissenschaft, dann kommen wir in der Zukunft, denke ich, besser voran und haben bessere Lösungen. Und deswegen ist die Ausbildung eben in beiden Disziplinen heute entscheidend. Ich glaube, dass wir eine große Harmonisierung erleben, dass wir sagen, die Algorithmen, die Prozesse, die für eine Disziplin entwickelt haben, werden sich beweisen und sagen und können angewendet werden auf viele andere Bereiche. Und das war letztlich heute ein Ziel, die Personen aus den verschiedenen Bereichen zu informieren, was vielleicht Interessierte, Datenwissenschaftler, auch Mediziner in einem anderen Bereich aktuell verfolgen. Und dann die besten Dinge aus den jeweiligen Disziplinen zu lernen und weiterzuführen und letztlich zusammenzukommen und eine Harmonisierung auch der Algorithmen, der Prozesse zu erreichen. Ich glaube, dass wir das tatsächlich in 10 Jahren viel mehr diskutieren. Was ist das Beste aus den Einzelbereichen und wie können wir es auf viele Bereiche ausdehnen? Spaß gemacht hat mir die ethische Debatte. Ja, das ist wirklich ein Bereich, wo jeder sagt, nein, das hat da nichts verloren. Aber wir sehen natürlich, dass komplexe Daten immer aufbereitet werden können und dann tatsächlich zur Unterstützung, zur Entscheidungsunterstützung herangezogen werden können. Ich glaube, auch eine wesentliche Erkenntnis war die Idee, die Technologie unterstützt den Menschen und ersetzt ihn nicht. Und ich glaube, dass das natürlich ein Lernprozess ist, wo wir dann das Beste aus der Technologie herausholen und natürlich den Menschen nicht verdrängen, auch in seiner Entscheidungsfreiheit. Und ich glaube, das waren wichtige Erkenntnisse jetzt dieser Konferenz.